Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Holy Fury Teil 5. Ja, Zusammenfassung kleine. Wir sehen hier noch das Blut im Gesicht von unserem Häuptling Ratek, den wir jetzt spielen. Im letzten Teil ist dann sein Vater gestorben, Kay Sharper, im Alter von 70 Jahren. Und dann waren die beiden Provinzen verteilt auf ihn und seinen älteren Bruder Yirkab. Und ja, dann habe ich das System eskapiert jetzt, wie es bei Heiden abläuft. Wer da beide starke Ansprüche hat auf beide Provinzen, konnte ich ihn zum Duell herausfordern, rollenspieltechnisch sagen wir mal, weil er einfach Allianzen immer nicht wollte. Ja, und ich habe gerade mal geguckt, zum Glück die anderen Brüder, die nicht direkt was geerbt haben, die haben nur schwachen Anspruch auf die Provinz, also die können uns jetzt nicht herausfordern. Aber halt Brüder, die auch Land geerbt haben, die haben wohl einen starken Anspruch und dann kann man zum Duell herausfordern. Aber ja, ist ein bisschen bitter, wir haben hier nur Militär 5. Persönlicher Combat Skill minus 12. Wir kriegen plus 3 Bonus, weil wir jetzt ein Duell erfolgreich gewonnen haben. Und ja, aber ich bin auch gerade zum einem der Kommandanten von Perm ernannt worden. Und ich hoffe, dass das unsere Kampffertigkeit steigert, weil ansonsten müssen wir echt überlegen, ob man hier immer auf so einen kriegerischen Fokus geht. Lass mal die Zeit schon mal laufen dabei. Oh, bietet er unseren Posten an? Ich dachte, ich wäre... Ah, er macht uns sogar zum Marschall. Aber dann wollte ich ja eigentlich... Aber der Marschall kriegt keinen Bonus mehr auf Militär. Sieht man das eigentlich, was der Marschall macht? Das ist mein Steward. Das muss ja jemand sein, der einen Helm auf hat. Ist der Marshall. Organized Army, das sieht man. Das macht dessen Marshall gerade nicht. Ja, der führt Truppen in Perm. Der ist auch besser als wir. Ich lehne mal ab. Wenn, dann will ich Kanzler werden. Obwohl, das kann ich auch nicht. Ah, ich habe eine Gelegenheit bekommen, jeden zu erinnern an meine Herrschaft. Ich kann neue Münzen prägen. Ja, sehr gut. Ich kann neue Münzen prägen. Mit einem glorreichen Porträt von mir. Okay, ja, das ist immer das eigene. Entweder wir können die für Glorie wirklich richtig machen. Es kostet uns 100 Gold, aber wir kriegen 100 Prestige. Wir können aber weniger wertvolle Metalle verwenden. Dann kriegen wir 100 Gold und 100 Prestige. Und wir werden gierig. Es gibt mehr Goldeinnahmen. Ja, das wird manchmal erwischt, dann kostet uns das doch noch hinterher was. Ja, aber ich mach das mal. Ich kann ihn eine Ratsposition verlangen. Ja, dann kriege ich wieder die falsche. Das ist der aktuelle Kanzler. Cheapers. Oh, gleich haben wir 200 Prestige, da muss ich mal gucken, ob ich wieder was ausbauen könnte. Ja. Ach, vor allem, ich kann den Marktplatz ausbauen, dauerhaft unser Einkommen steigern. Nutzen wir die Chance. Es gibt einen Mann, den ich waffen möchte und einen weiteren, den ich beseitigen möchte. Mein Spinagemaster Akul kann mir mit einem von beiden helfen, nicht bei beiden. Plot Power. Wir machen gerade keinen Plot, also die Verhaftungschance erhöhen. Aber ich weiß, ist mal ein bisschen doof, dass eigentlich man weiß gar nicht, worum es geht. Oh, das hat sich inzwischen mal das Gesicht gewaschen. Sehr schön. Ach so, wenn ich jetzt Verhaftung mache, wäre es günstig, wäre die Chance erhöht, naja. Ach, Konkubinen habe ich ja noch gar nicht. Möchte ich das? Ich habe schon 5 Kinder. Eigentlich nicht nötig, nur wenn ich eine kriege mit vererbbaren vererbbaren Eigenschaften, um da was Besseres zu züchten. Hier ist zum Beispiel die hier, hat Quick. Da ist noch eine mit Quick. Die sind halt, die haben eine Chance vererbt zu werden. Ich glaube, das war noch hier eine Konkubine früher, die hat Strong.
Ah, ist noch eine mit Quick, aber schon 39. Ja, genau. Genies sind halt schnell weg. Oh, es gibt Genies. Ah, die sind schon 49 und 55. Quick und Strong sind halt die wertvollsten gerade. Attractive könnte auch Vorteile bringen. Mischen wir mal die Strong, aber die steht auf Frauen, da ist dann die Chance nicht so hoch. Die ist 19, sieht auch noch gepflegt aus, auch noch schlau. Ah, die kriegen wir nicht. Naja, dann nehmen wir einfach von unserem Hof nochmal die 28-Jährige. Und gucken wir mal nach Quick. Ja, gibt es so viele, da können wir tatsächlich mal noch gucken, was sie noch bringt. Freundlich. Die können auch eine gute Spionagemeisterin hier werden. Ach, die ist auch in unserem Hof, ja. Ja, dann noch. Die ist recht jung. Oh, mir physitische Christin. In Semenda. Die kriegen wir auch nicht. Und die ist manichianisch. Und Kirgisien. Nee, ich glaube, die geben nicht an andere Religionen. Rücken ihr Frauen da nicht raus. Gibt es denn noch verdammt gut aussehende? Jamalia. Ja, die hier ist. Scheint, das ist eine indische. Die ist Hofärztin. Keine Chance. Na, ich glaube, die geht. Nee, auch nicht. Achso, ist eine nahe Verwandte von dem Häuptling da, ja, okay. Naja, gut, so viel wollte ich ja eh nicht mehr. Ja, jetzt habe ich nur vom eigenen Hof, glaube ich, die frühen Konkubinen meines Vaters etwa genommen, das könnte sein. Lieblingsspielzeug fehlt. Meiner Nichte. Kaufe ein neues. Das mag sie nicht, aber es ist nur eine Nichte. Nicht, dass die Tochter war von dem Bruder, den ich im Duell erschlagen habe. Das wird ein bisschen hart. Das ist nur meine Nichte, kann ich mich nicht drum kümmern, fragt dein Vater. Oh, verrichtig. Ist wieder Fiefe verschwunden. Ja, wir nehmen die 10 Piety, glaube ich. Oder den Modifier. Das bringt nur ein paar Monate im Monat, 0,05. Also das bringt hier einfach am meisten. Keine Sektion nötig. Oh oh, ich krieg Husten. Wie war das noch mit Hofarzt? Haben wir nicht. Ja, dann laden wir einen. Ja, wir können einen heiligen Mann, einen Priester einladen. Ah, der hat nicht genügend Learning. Ist das sonst nicht besonders dolle? Weg mit ihm. Ja, ich habe noch genug PT, versuchen wir es nochmal. Der ist ja noch schlimmer. Oh, Lungenentzündung, jetzt habe ich es aber echt eilig hier.
Da ich beim ersten Mal wohl echt Glück. Also 15 war die Grenze oder noch eine bestimmte Eigenschaft. Ah, der hat 16, sehr gut. Linkshänder. Aha, das ist ein Vorteil in Duellen, aber christliche und muslimische. Christliche Kirchen und Muslime finden das komisch. So, du bist jetzt Arzt. So, noch eben Kinder. Hier brauchen Fokus. Mein Sohn Kishapa. Intrige, Kampf. Machen wir mal Stolz. Ein Dokia, mein Neffe. Oh ja, ich habe seinen Vater erschlagen. Trägt er mir das nach? Boah, minus 5 Punkte dafür, dass ich jemand aus der eigenen Dynastie umgebracht habe. Ich würde sagen, günstig. Oha, der könnte ein guter Kämpfer werden. Und da er keine großen Rachegelüste hegt. Seek treatment for your illness, machen wir dann gleich. Suchen nach Hilfe beim Arzt. Mhm. Solange er weiß, was er tut, er hat gar nichts Experimentelles, okay. Aha, er hat den verbrannten Kadaver einer Katze. Was? Und ich soll ihn essen. Mhm. Während ich esse, erzählt er mir, wie er die plumpe Katze für Stunden um die unsere Gebäude gejagt hat. Du fühltest, dass du ihn für die harte Arbeit preisen solltest, aber der Geschmack von dem Fleisch hat dich stillbleiben lassen. Aber ich fühle mich besser. Ja, hat die Katze zu viel Antibiotika schon gekriegt. Den kannte ich noch gar nicht. Ich dachte, ich kenne alle Krankenbehandlungsmethoden in diesem Spiel. Meine Konkubine ist schwanger, aber ich war doch nicht da. Ach, halt die Klappe. Und dein Marktplatz ist gebaut. Dann machen wir den Übungsplatz für die Bogenschützen. In der zweiten Provinz können wir das Fort ausbauen. Dafür haben wir genug Gold hier. Ne, ich spare noch auf. Ich glaube, da spare ich jetzt lieber mal auf ein Artefakt, ein teures. Einnahmen pro Monat. Ah, nicht doll, 0,55. Das bringt immer so wenig, selbst wenn sie mich beschissen hat, wir wollen ja nachkommen, also. Chichama geht's nicht gut, hat die Grippe, Arzt, komm her. Ah, besser, wir sollten ihn ein bisschen preisen, ja. Kriegt sogar ein Goldstück. Ja, wenn es mit der... Oh, Autschi. Hey, mir ging's doch besser, ja, aber so eine Lungenentzündung schlägt halt mal zu. Oh, und wir haben den Kopf eines Helden dringend verloren. Naja, wenigstens haben wir noch den Fuß und die anderen Sachen. Häuptling Ratek speist jetzt mit den Göttern im Alter von 32. Er starb an einer Lungenentzündung. Aufgrund der unglücklichen Umstände seiner Geburt haben viele die Legitimität seiner Herrschaft angezweifelt. Er hat nun Frieden gefunden von diesen Anschuldigungen. Häuptling Wukan, gerade 13 Jahre alt. Meine Mutter Lapzui Numit ist Regentin. Okay, ich bin 13 und mein 6-jähriger Bruder Kishapa hat die andere Provinz Kolwa geerbt. Unglücklich. Gut. Also, die Mutter trägt jetzt automatisch im Rad. Gut. Hier welche abgehauen. Okay. Spira wird Kanzler. Das ist mein Cousin. Junek. Wieder Marshall.
Stuart. Mein Cousin Virias. Spionagemeisterin. Ach, cool, aber die wäre im Rat schwierig. Nehmen wir hier Weschaff, auch wenn die gerade ein bisschen krank ist. Priester, ja, da können wir den Arzt nehmen. Nachfolger nominieren. Nehmen wir meinen kleinen Bruder dann. Können wir uns nachher duellieren. Der hat Militär 3, ich 5. Mal sehen, wenn sie erwachsen werden. Doofe Lungenentzündung. Ist aber auch kalt in der Gegend. Ja, und das Häuptlingtum. Der hat immer noch nur eine Tochter hier. Ah, aber seine Frau ist schwanger. Die Oberhäuptlingerin Potekai. Onkel Bia hat eine Tochter bekommen. Ah, die ist imbecil. Ja, jetzt können wir relativ wenig machen, bis er feurig wird. Gucken wir mal. Ah, da sollten wir mal gucken, wenn Alui hat eine Tochter bekommen und einen unbekannten Vater, auch der Häuptling hier, aber da steht auch ein Vater. Gut, es war ein fremder Häuptling, was interessant ist. Achso, das war die zweite Frau meines Großvaters, ja. Ich finde es immer lustig, dass Frankreich König Zeslin. Eieiei, der hat eine Menge Krieger an der Backe. Bremen hat eine vorbereitete Invasion gegen Friesland laufen. Ein Bauernaufstand und ein Lolladenaufstand. Gegen die Umayyads, die Südgrenze haben sie ganz gut gehalten. Oh ja, Intrige. Das ist meine Cousine hier. Die waren Zwillinge, genau, deswegen kommt das gleichzeitig. Ah, hätte Learning gedacht, aber dazu denkt er zu viel nach. Man kriegt auch Intrige. Können die beiden zusammen was aushacken? Oder gegeneinander? Ich weiß ja nicht, ob Zwillinge sich immer mögen. Na toll, der hat Erntefeste, mein kleiner Bruder. Ich wache in der Mitte der Nacht auf, mein Herz rast und mein ganzer Körper fühlt sich merkwürdig an. Worüber habe ich wirklich geträumt? Sind das jetzt die Pubertätsereignisse hier? 14. Der Bauernjunge, den ich vorhin getroffen habe. Tada, küss mich. Ich sollte einfach versuchen zu schlafen. Tada, 30 Jahre. Steht auf Frauen, ist besessen, aber auch lüstern. Ein bisschen faul, eifersüchtig. Ungepflegt. Das war ich eine blöde Bemerkung im letzten Teil gemacht habe. Kriege ich das gleich zurück hier vom Spiel. Kleine Sünden werden bestraft. War und hat Krebs, aber gut, das, ob er das überhaupt weiß. Ja gut, das wäre für den Chef einer Dystopie etwas ungünstig, wenn er auf Jungs steht. Ich kann es natürlich ignorieren, aber ich sag mal, Tada, küsst mich. Ich weiß, ob er dann Lüstern kriegt.
Ihre Lippen berühren meine, meine Hände berühren sie sanft. Ich frage mich, ob Tal das gleiche über mich fühlt. Nee, wir können ihren Charakterscreen sehen, wahrscheinlich nicht. Ich werde mich für sie aufsparen. Häuptling Wukans Meinung von Tadas ändert sich um plus 40 für 4 Jahre. Teenage Infatuation, also das ist eine Teenie-Schwärmerei. She gets me all excited. Sie macht mich ganz aufgeregt, ja, lustvoll. Ich verbringe eine Menge Zeit damit zu forschen und darüber nachdenken, wie Dinge funktionieren. Fühlt sich großartig an zu lernen. Wir kriegen Shoot, ja, gerissen. Ist dem neugierig. Okay, das wird mal ein guter. Ja, bloß nicht zu früh freuen. Oh, was schlägt der hier vor? Oh, der Oberblink von Suomi. Möchte wen heilen? Meine Cousine Asta war, ja. Da wollen wir ihm Glück nicht im Weg stehen. Und im gesellschaftlichen Aufstieg viel eher. Glück wissen wir ja nicht. Aus dem Alter von 1660 ist mein Großvater Häuptling Nagar von Tobisch von einem wilden Biest getötet worden. Ah, ein guter Tod, glaube ich, würde man da sagen. So, meine Schwester, 6 Jahre alt, braucht einen Fokus. Geht auch Richtung Intrige, Etikette. Ah, Perm führt Krieg gegen, um Syrien zu unterwerfen. Und das ist das hier. Soll er ruhig machen. Gucken wir mal. Ich hätte 449 Truppen und der kleine Bruder, der hat ein bisschen mehr. Hm. Wieso das? Ah, jetzt haben wir unsere extra Bogenschützen. Huch, jetzt ist auf 407 Grad gesunken. Onkel Tuhan hat einen Sohn gekriegt. Jo. Lünek, ein Cousin. So, gleich sind wir. 4. September. Wenn wir 16, dann kann ich gleich mal heiraten und alles. Ah ja, der Krieg ist vorbei. So, sehr gut. Ah, und ich bin Midas Touched auch noch geworden. Oh, aber ein bisschen paranoid leider. Und wir haben uns gleich einen Schnurrbart wachsen lassen, ja. Intrige 2, Diplomatie minus 1. Oh ja, das war der beste bisher Herrscher, den wir haben. Ich frage mich, ob ich doch mal die Kampffertigkeit, ja, ich kann schon mal vorbereiten. Mich auf das Duell vorbereiten mit meinem kleinen Bruder. Könnte sogar ein Attentat klappen. Nee. Ah, gucken wir es mal nach Frau. Hm. Khan Burikan von Zimbalani wäre eine Verwandte von der hier. Oh, sie ist blind.
Ja, ist auch ungesund für sie. Da ist noch eine, auch blind. Am gleichen Hof. Oh. Gibt's hier nichts mit. Da wäre hier diese 22-jährige Gött. Nun nicht anderes mal mit Kahn Simsam vom Jagumak. Oh, die ist auch gerissen. Eifersüchtig. Tengri. Ach, die soll's sein. Wir kriegen ordentlich Prestige, dass wir die Frau eines Kahns, die nahe Verwandte, heiraten. Ah, nehmen wir Gold oder Prestige als Hochzeitsgeschenk? Ich gehe mal auf das Gold, weil ich möchte, so, weil ich 100 Goldstücke habe, nochmal versuchen, ein Artefakt bauen zu lassen, eine Waffe. Ja, und hier gehe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, mal Krieg oder Jagd. Ich gehe mal auf Jagd, weil er ist ein guter Charakter, den ich lange behalten will, und Jagd gibt ja auch einen Gesundheitsbonus. So. Dann können wir noch Konkubinen uns wieder anlachen. Wahrscheinlich haben wir einfach die von unserem Hof wieder. Ja, hier die 20-jährige. Ach so, die ist aber ein, genau, den wir letztes Mal schon nicht gekriegt. So Spionagemeisterin, 25 Jahre jung. Na, 31 nehmen wir. Hier ist noch eine 24-jährige Attraktive am Hof von Jamalia. Ah, die träumt davon, einen Herrscher zu heiraten. Okay. Ne, zwei reicht ja auch. Ambition. Make a friend. Titel vom Lehnsherrn noch kriegen. Ah, ich glaube, ich will auch Create a Treasury. Ja, auf dass wir noch mehr Artefakte sammeln. Ja, genau, da war ja der Kopf von einem Helden verloren gegangen. Ja, wir haben noch den Fuß eines großen Helden. Ja, noch gar nicht so alt, die wir haben. 25 Jahre, dass wir uns hier die zeremonielle Axt und die Krone haben machen lassen. Ah, eine Kommandantenposition, ja, die nehme ich. Beim Oberhäuptling von Perm. So, mein Bruder Dergun ist 6 geworden. Oh, der hat auch einen starken Anspruch. Ach, weißt du was? Lämmer Pflicht, Duty. Mist, haben die Brüder jetzt hier alle gute Ansprüche? Ja, die Schwestern haben nur schwache Ansprüche. Ja, natürlich der was geerbt hat. Mein Cousin Dokia könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ich will nicht gestresst werden oder Attribute verlieren für einen Cousin. Utsch war auch ein Cousin, braucht einen Fokus. Ah, der könnte. Nee, der ist Learning gut. Ah, das können die Frauen eigentlich machen, die Priesterjobs. Da hat man ein Talent in Diplomatie. Ach, okay, da. Eine positive, eine negative Eigenschaft dazu. Gehen wir auf Learning, vielleicht wird er ein toller Arzt.
Ah, cool. Was möchte sie? Oh, Häuptling Kiss Sharper von Kolvar umbringen. Mein Bruder. Ja, ich nehme mal an, das ergibt tatsächlich Sinn für mich. Oh, Plot Power 117%. Oh, Tante Akul, ja, da tust du weise. Oh nein, der ehemalige Hofarzt Kishai ist im Alter von 14 schlechter Gesundheit gestorben. Ich hatte ihm versprochen, dass ich ihm angemessen bestatten würde. Und ich halte meine Versprechen. Ich ging neben seinem Sarg an seinem Ruheplatz. Und das, The Wailing, also das Gestöhne der Trauerer, war fast mehr als ich ertragen konnte. Er starb zu jung. Muss nicht vergessen werden. Ich kann Intrige noch nehmen. Oder Diplomatie, also wenn ich das mit Respekt behandle. Ich finde die Intrige gerade fast verlockender. Ja, einen Mund weniger zu füttern. Tempelvasallen finden es nicht gut, aber ich habe noch keine Vasallen. Oh nein. Ich krieg gestresst. Ich schlaf zu wenig, kann höre nicht auf, mir Sorgen zu machen. Achso, ja, den Posten müssen wir neu besitzen. Tante Akul, ja. Wo wir uns schon so gut verstehen. Ist das die gleiche? Auf jeden Fall hat sie jetzt was Wichtiges zu sagen. Breastfeeding Child. Fruchtbarkeit minus 10%. Das ist neu. Oh, und sie ist genial. Achso, ja, sie hat... Ja, ich hoffe, es ist der Einjährige, dem sie die Brust gibt. Patron Deity können wir uns noch auswählen. Auf Kosten von Learning können wir Marsh um 2 erhöhen. Genau, wir werden Anhänger von Tapir und Miliki. Die Wälder werden Marsh von Tapir und Miliki, Gott und Göttin der Jagd. Die, die ihnen ihre Loyalität versichern, werden immer gesegnet mit guten Zielen und Stärke des Körpers. Miliki ist auch eine großartige Heilerin und hat großes Wissen über die Kräuter in den Wäldern. Aha, Cousino Oshama räumt immer ordentlich auf. Ja, wird diligent. Hey, Wetschka, ihr Bruder könnte Hilfe gebrauchen. Ja, nicht für Cousins. Da nehme ich keine Abzüge auf die eigenen. Cousine Oshama wieder. Meine Frau Keteyarika ist schwanger, aber ich kann es ja nicht gewesen sein. Doch. Stimmt, ja. Das wird das erste Kind erst. Ich vertraue ihr. Ich war bestimmt betrunken, deswegen weiß ich das nicht mehr. Oh Gott, jetzt kriegen wir mal Schwangerschaftseignisse, die es neu gibt. Schwangerschaft hat dazu geführt, dass meine Frau ungewöhnliche... Ach, wohl, das ist ein eigenes altes... Hat nur ein neues Bild, das Ereignis. Ja, ungewöhnlichen Geschmack. Was sie jetzt zum Abendessen haben will, ist von etwas ungewöhnlich zu wirklich abstoßend. Immerhin Gelehrte stimmen dazu, dass man immer einer schwangeren Frau das geben soll, was sie haben möchte. Okay, ich stelle sicher, dass du immer alles kriegst, was du willst und mehr. Es kostet ein Gold. Sie könnte ja glattenes gefräßig. Das wäre ein bisschen hart, die Übersetzung. Ist aber gut für ihre Gesundheit auch.
Ah ja, die anderen Sachen, wenn sie einen Hasenkopf wählen, das gibt nur ein Gold. Er kriegt alles, was sie will. Den Gesundheitsbonus finde ich halt noch gut. Ah! Schwangerschaft hat meine Frau, Keteria Rika, viel Gespräche gemacht und fröhlicher als sonst. Sie vermisst nie die Chance, mit jemandem zu plaudern, der ihr vorbeikommt. Unglücklicherweise, die meisten Gelehrten sind sich einer Meinung, dass eine schwangere Frau möglichst viel Zeit mit Ruhen verbringen soll, in einem dunklen Raum, damit sie nicht ein krankes Kind kriegt. Ja, sie sollte ruhen. Gibt ein Viertel Gesundheitspunkt, wenn sie das macht. Oder soll ihren Spaß haben, dann kriegt sie Diplomatie, Fleet Stewardship. Ja, ihre Attribute sind jetzt nicht so wichtig. Ja, Stewardship habe ich selber. Soll lieber ruhen. Zuerst, Ketiraki kämpfte mit, damit in ihrem dunklen Raum richtig zu ruhen, aber nachdem ich die brillante Idee hatte, im Baden ihr Geschichten von außen erzählen zu lassen, ist die Erfahrung für sie viel träglicher geworden und sie lernt eine Menge. Mein Cousin Dokia ist feurig geworden. Geschickter Taktiker geworden. Ah. 15 hat er Militär. Und wir haben die 6-jährige Schwester Nyf. Oh, die wird auch Intrige kriegen. So, ich muss mal Kommandanten ernennen. Ja, Cousin Dokia und Cousin Virias sind unsere Kommandanten. Achso, ich kann mal wieder versuchen, Technologie zu stehlen. Ist auch nur eine Konkubine. Da fehlt nicht gleich die Ehefrau, weil die Konkubine haben wir auch aus dem Guten. Ah, oh, wo ist denn die Technikstufe am besten? Stimmt nicht bei den Sachsen eigentlich, die sind ja Heiden. Ich kann nicht widerstehen, das sieht so... Was? Sturmaria? Hätte er ja eigentlich Hamburg vermutet, aber... Ich glaube, da ist die Karte auch nicht ganz richtig. Hamburg ist, glaube ich, hier unten hingepackt. Oder zumindest bei Europa Universalis. Ah, der Tempel von Hamburg steht da schon. Okay. Oh, und da herrscht der Oberhäuptling von Dänemark. Oh, Frankreich hat einen neuen König übrigens. Tudor, der Grausame. Ist mit dem Vorgänger passiert. Unter verdächtigen Umständen im Alter von 23 gestorben. Aus dem Nibelungenhaus. Der ist nicht exkommuniziert, gut für ihn. Wurde aber auch noch nicht gekrönt und ist besessen. Also Tibet ist ziemlich stark bei diesem Staat. Ich habe meistens gesehen, dass Tibet schnell zerfällt. Cousin. Oh, der hat aber gut... Der ist ein Genie. Ah. Ja, was wollen wir am ehesten? Machen wir mal stolz. Oh. Wir müssen den Erben von Perm auch mit nominieren. Ach, der hat inzwischen ein Kind. Gut. Oder nicht gut. Ja, wir haben eine Tochter. Okay. Ah, Kinder, wie sie sich selber wehtun. Selten einzusehen ohne ein paar kleine blaue Flecken oder Kratzer. Hm. Was wäre, wenn einer einen ziemlich langen Fall nimmt? Ach, das ist unser Mordkomplott gegen den kleinen Bruder.
Wenn ich hohe Intrige habe, kriege ich die Option. Ich weiß den perfekten Mann für den Job. Ansonsten müssten meine Mitverschwörer es wissen. Ich erzähle mal Akul von der Idee. Jo, sie ist begeistert von der Idee, möge Omyl mir vergeben. Ach, ich bin gar nicht der Erbe, das ist der Onkel hier. Oh, der hat Strong. War jetzt nicht so toll, die Idee. Erfolg! Es scheint, als hätte der kleine Häuptling Keshaba noch nicht gelernt zu fliegen. Er starb schnell und vermutlich einen schmerzlosen Tod. Hühnchen fürs Abendessen, denke ich. Hofkaplan, was da passiert? Ah, Nine macht das. Ich glaube, das ist eine ehemalige Konkubine. Wieso hat er höheren Combat Skill? Ach, weil er Strong hat. Ach, hey, ein tougher Soldat ist. Ah. Ich habe Militär 13, also eigentlich kann ich das jetzt mal mit der Krieger noch mal ausprobieren. Die Anhänger von Otso, das ist die Kriegerlounge der Suminusco. Suminusco, Anhänger von Otso. Murmeln noch nicht mal den Namen ihres heiligen Tieres, aber ziehen Stärke davon, den Bären zu verehren, den sie den König des Waldes nennen. Dem sie einen jagen, muss ein komplexes Ritual stattfinden, dem der Bär überzeugt wird, dass er nicht erschlagen wurde, aber durch seine eigene Schuld gestorben ist, sodass die Jäger sein Fell benutzen dürfen. Oberhäuptling bei Batschewi, der Gnadenlose. Der Oberhäuptling von Kola ist der Chef. Ja, wir treten mal bei. Oberhäuptling bei, wie der Zweifel Kola von den Anhängern von Otso, grüßt mich mit einem knappen Nicken. Weiterer Rekrut, hä? Unseren Rängen beizutreten, musst du dich selbst beweisen, Junge, sagt er und faltet seine Arme vor dem Oberkörper. Du wirst einen von uns bekämpfen. Immer noch interessiert, mein Lord? Ja, natürlich. Sie haben Duja Guladat als meinen Gegner ausgewählt. Ach Gott, eine Kommandantin von Kola, eine Frau. The Staunch Woman, also die kräftige. Ist sie kräftig? Ich weiß nicht. Die Frau beäugt mich von oben und unten, wenn wir eingeführt werden. Frischfleisch, hä? Meint sie, bevor sie mir einen Ellbogen in die Seite stößt und jeder lacht. Okay. Ein Übungsmatch, hä? Oh je, sie hat eine höhere Personal Combat Skill. Die Zuschauer jubeln für mich, wie ich mit bloßen Händen mit zunehmendem Enthusiasmus schwinge. Als es vorbei ist, ist Duja auf dem Boden, ihr Gesicht rot mit vor Schande. Ich zucke mit den Schultern, lächle die Menge an und meinen Gegnerin. Ich gehe sieghaft. 15 Prestige gewonnen. Sie ist verwunden, geschwollenen Knöchel, naja. Duellerfahrung steigt. Jetzt gibt es eine Mission an Häuptling Wokan. Mir wurde erzählt, dass ich nicht einen einzigen Kratzer während der Initiation abbekommen habe. Das ist die Art von beeindruckenden Krieger, die wir ja, für die wir geehrt werden, wenn wir an unserem Tisch sitzen. Du wirst hiermit bescheiden eingeladen, unseren Rängen beizutreten. Endlich. Gott, der Personal Combat 73. Ja. Nach dem Duell fragt mich Dojan um Ratschläge fürs Kämpfen. Ein bisschen überrascht, meine ich.
biete ich an, mit ihr bei Gelegenheit zu trainieren. Heute dankt sie mir dafür, dass ich ein guter Lehrer bin und Freund, fügt sie hinzu. Klopft mir auf den Rücken, bevor sie ihren Kopf wieder dreht in Richtung des Trainingsgrundes. Nochmal, warum nicht Schwester? Ah, es bildet sich eine Freundschaft. Cousin Kurs braucht einen Fokus. Ja, Kämpfer. Seht ihr, ist ganz ordentlich und immer ja, diligent. Das ist... Ach, einfach ein Höfling, okay. Ah, wir haben noch eine Tochter. Kunjavka. Ah, die Zwillinge sind volljährig geworden. Intrige 17 hat sie gekriegt. Bei der Intricate Webweaver, das ist... Ja, ja, das gibt einen ordentlichen Bonus. Er hat nur Intrige 11, nicht so doll. Können wir mal nach Frauen gucken mit Ansprüchen für die männlichen. Ja, die ist. Uigo ist ein bisschen schlechter Anspruch. Gucken wir vielleicht eher bei Tengri. Eine Schildmaid. Auch nicht schlecht. Ah, hier sind die vom gleichen Glauben. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Räumlich eher in der Nähe. Ja, so richtig sagt mir da gerade keine zu. Ein Pakt gibt es natürlich nicht, weil es nur ein Cousin ist. Naja, dann die hier ist attraktiv. Da kann sie wenigstens was vererben. So. Es ist klar, dass es totale Trottel gibt in der Armee des Lehnsherrs. Ich kann nicht einen von ihnen ausstehen und ein bestimmter frustriert mich am meisten. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist der, der lange der Erbe gewesen wäre. Aha. Bad History and Campaigns. Können wir den mal herausfordern? Ja, ich habe gedacht, kommt mal eine Mission. Gelegentliches Übungsmatch sollten wir machen für Ehre und Übung. Oh, Lothar soll ich herausfordern. Oberhäuptling von Pechora. In Koschma finde ich sie. Und den hier fange ich mal an. Antagonize. Oh, die hat schon was auf die Nase gekriegt. Das ist die Frau vom Oberhäuptling von Pechora. Ja, in der Kultur ist das nichts mit weiblichen Herrschern. Sie nimmt die Herausforderung an. Okay. Gerade als ich einen perfekten Schlag gegen ihr Bein durchkriege, schafft sie es, mich zu verletzen. Wie auch immer, die Menge jubelt meinen Namen. Okay, ich habe das Duell gewonnen, aber kriege eine Verletzung. Ja, Knöchel geschwollen. Ne, sie. Ich krieg... Gut, dass sie was abgekriegt hat, das ist ja... Ah, das Handgelenk habe ich mir verletzt. Okay.
Achso, und das senkt die Kampffertigkeit, solange man verwundet ist. Naja. Haben wir eigentlich einen Hofarzt? Nee, natürlich nicht, der war ja gestorben. Oh, wir haben nicht genug Pietät, einen heiligen Mann einzuladen. Jetzt können wir das mal versuchen. Der Marschall hat Ideen, würde Militärtechnik verbreiten und Prosperity des Landes erhöhen. Ja, okay, für die Prosperity. Ah ja, der heilige Mann, der hat genug Learning zum Hofarzt. Und auch für den Job hier ist er eigentlich besser. So, jetzt hat er auch eine gute Meinung von mir, nachdem er zwei Posten gekriegt hat. Was gibt es bei Verletzungen, was bringt? Oh, anscheinend nicht. Oh, das Festival, hier kann ich mal heilen. Ah, kostet 50 Gold, nee. Ja, genau, aber 100 Gold, wie gesagt, ein Artefakt kaufen. Cousin Uchwa könnte Hilfe gebrauchen, nee. Achso, wir können mal wieder einen Kanzler in Anspruch fälschen lassen eigentlich. Ja, hier, Keltmar, das ist genau hier das Land von dem wir eh nicht ausstehen können. Wenn wir einen starken Anspruch fälschen, dann können wir ihn ja herausfordern. Oh, ich habe Höflinge zum Weinen gebracht. Bin ich etwa so grausam? Grausam ist... Ah, beim Armeeführen bringt es mehr Schaden, aber auch ein bisschen mehr Intrige. Freundlich... Ah, ist schlecht für den persönlichen Kampfskill. Ich riskiere mal grausam zu werden. Ist aber nicht passiert. Ah. Einer meiner Marschälle hat sich verbessert. Ja, einer meiner Kommandanten, meine ich. Okay, jetzt fange ich an zu schludern über den, den ich gerade zum Rivalen zum machen will. Häuptling Chirpers inkonsistente Natur ist unpassend für einen erwachsenen Mann. Es ist nur richtig, dass ich sein Verhalten öffentlich verurteile. Das ist auch gut zum Duellieren, der hat nur ein Auge. Sieht er das gar nicht kommen von einer Seite. Ja, er ist sehr wütend, wie erwartet. Die Gerüchte, die ich verbreite, gehen wirklich in die Haut. Wie könnten sie das auch leugnen in gutem Glauben? Perfekt. Man verhält das denn mal? Der Knöchel ist wieder okay, aber immer noch verwundet. Ah, ich kriege einen Posten angeboten. Weißt du, das ist ein Cousin von mir uns? Oh. Stuart bietet er uns an. Ja, das ist wenigstens mal sinnvoll, dann nehme ich das auch an. Das passt zu den Fähigkeiten. Bulgarien hat einen Aufstand. Sirtia könnte Guidance gebrauchen. Nö. Nicht mal aus der Dynastie.
Cousine nur. Brauch einen Fokus, Imbissel. Etikette, immer schön lächeln. Gut, Häuptling Cheepers hasst mich inzwischen und würde mich am liebsten tot sehen. Das Gefühl ist, beruht auf Gegenseitigkeit. Mir wäre es recht, wenn die Wunde mal aufhören würde. Also ich höre erstmal auf. Wir werden schon bittere Rivalen und ich fange dann wieder an mit dem Quatsch, sobald ich hier geheilt bin. Ach so, den wäre auch gut, wenn wir den Anspruch hatten. Dann kann ich ihn eh zum Duell herausfordern. Ach, ich spiele halt gerade mit Möglichkeiten rum. So, Uchwa ist ein ganz Gelehrter geworden. Ah, hier gibt es auch eine attraktive Frau, die wir ihm... Örin. Oh, der Aufstieg der Shia. Ja, es spawnt ein Shia-Aufstand. Ja, wir gucken mal. Der hat gerade ganz viele Kriege gegen sich. Ach, da. Okay. Aber direkt gegen das Abbasidreich. Schwierig. Also wenn ich mal erfolgreiche Shia-Aufstände gesehen habe, dann war es gegen so eher Königreiche. Oh, König Tourdain, der Grausame, ist incapable. Was ist ihm denn passiert? Und jetzt Syphilis. Okay, der ist nicht mehr lang in dieser Welt. Oh, er war wohl ein Satanist. Da gilt als verdächtig. Na, dann wird wohl der Prinz Lambert hier Frankreich bald erben. Aber es gibt auch keinen Kaisertitel. Das ist auch interessant. Dann kann es halt auch... Es wird aber alles in den gleichen vererbt gerade. Alle Königstitel. Aber da kann es halt mal leicht eine Faction geben, dass da irgendwie ein Königreich abfällt. Oh, Dänemark hat hier in England ein Stück Territorium, okay. Bia Pirat hat eine Affäre zwischen meiner Konkubine Auli und Häuptling Malia von Vishekta aufgedeckt. Mein Herz ist gebrochen. Der Unzüchtige hat aber als Beinamen. Das ist noch deprimiert. Mangel an Fleiß. Ja, während man Soni, dem Oberhäuptling Soni, dem Ruchlosen, beim Training zuguckt, ist immer interessant. Da ist etwas an seiner Kampftechnik, das irgendwie halbherzig wirkt. Und seine Waffen und seine Rüstung könnten ein bisschen mehr Pflege gebrauchen. Soni, kann ich mal mit dir reden? Unterbreche ich ihn. Von wo ist denn der? Okay, in Novgorod. Jetzt reden wir über Waffenpflege und Etikette, mein guter Mann. Oh, ich krieg dafür Ruf. Das ist, glaube ich, in der Society hier. Ja, Renown. Was haben wir eigentlich? Power Duell. Kann unsere Feinde duellieren. Ich kann mir zum Schildmaid machen. Eine Schwester oder eine Tochter. Ich bin, habe mir Widerstand gegen Schlachtverletzungen. Ah, und ich kriege neue Ereignisse auf dem Schlachtfeld. Okay. Wie viele Punkte brauche ich zum Aufstieg? Steht da. Ach, da steht 750. Okay. Gut, dann nehmen wir die 50 Punkte. Ah, er lehnt mein Angebot ab, murmelt etwas, dass er kein Wohlfahrtsprojekt ist. Naja, warum soll ich mich da einmischen? Können Rivalen werden. Ich kann ihn allein lassen. Ach, der hat auch Krebs.
Ja, das bringt, glaube ich, nichts. Ja, und er ist besser im Duellieren als ich. Leichtes Opfer hätte ich genommen. Oh, okay. Soll wieder jemand herausfordern zum Duell? Lagon, die scharfe Zunge. Oh, der hat 40. Bin eh schon verletzt. Ist das schlimm, wenn man dann nochmal verletzt, verwundet wird? Aber das verliere ich halt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, das schimpfen auch Leute auf Facebook, dass sie was verloren haben. Nee, das lehne ich ab. Oh, mein Marshall ist weg. Gestorben. Cousin Dokia muss übernehmen. Ich habe keinen guten Kommandanten mehr. Wie war das mit Schildmaid? Da gibt es auch keine Schwester. Konkubine schwanger? Ich finde das wieder verdächtig. Cousin Kurz könnte Hilfe gebrauchen. Nee, nicht für Cousins. Ah! 101 Goldstücke. Dann sucht man einen Schmied. Ich will eine Waffe. Ich hoffe, dass es den Skill im Duell auch erhöht. Ah, die Wunde ist endlich verheilt. Ja, minus 3 im Personal Combat. Meine Frau ist viel besser darin, hier 43. Genau, es gibt einen Schmied namens Kudymka. So, hier ist eine Schwester. Auch mehr Richtung Intrige, ja. Passt. Ja, ich will ein Schwert und eine Lanze. Vielleicht Infanterie. Ist das Schwert besser? Lanze eher für berittene Truppen und Pikeniere? Äxte, schwere Infanterie und leichte Fußtruppen. Und für Personal Combat Skill sind sie alle gut. Oder eine St Mace, ein Streitkolben. Das sind mehr Kavallerie, schwere Fußtruppen. Ich glaube, wir sind mehr in der Kultur der Äxte. Ja, wir nehmen die. Wir wollen eine schöne Axt haben. Ah, eine exzellente Wahl, sagt Mistresse Sanalka. Hier sind ein paar Beispiele. Ah, ich kriege nur die 50 Gold aus, weil ich muss wohl mehr sparen. Sanalka, die Waffenschmiedin. Ach so, es ist eine Frau, die Waffenschmiedin. Okay. Will nicht heiraten aus irgendeinem Grund. Ah. Sanalka und Sati unterhalten sich, anstatt dass sie arbeitet, über verschiedene Metalle. Das ist ja nicht. Und Sati, eine 57-Jährige, was soll die mit Metalle lernen? Auch wenn sie Mutter meiner Tante ist. Ja, nee, ich sag dir mal, die soll gefälligst weiterarbeiten, das senkt die Meinung ein bisschen. Und 10% Chance, dass die Waffenschmiede ein besseres Stück höherer Qualität durch Fokussieren auf die Arbeit bringt. Also, ich kriege eine Axt, da steht aber einfach nur Axt, also vermutlich nichts Besonderes, Stufe 1. Ja, Kampfwachsqualität 1, schwere Infanterie plus 5%, 0,25 Prestige pro Monat, Marshall plus 1, persönlicher Kampffertigkeit plus 5. Muss ich die tragen? Kann gut sein. Aber die neue bringt eh mehr Prestige. Achso, wir können das eine ist zeremoniell, das andere, das kann man beides tragen. Hier die Hand zeigt das an. Gut. Ja, wie ist plus 2 jetzt hier?
ja. Ja, nimm Onkel zum Duell rausfordern, ist das noch ein bisschen riskant. Müsste ich öfter raufgucken, ob er gerade mal irgendwie verwundet ist oder so. Dieser Rivale, da habe ich noch keinen Anspruch drauf. Das wäre noch wichtig. Wir gucken nochmal auf Frankreich, auf den. Nee, König Tourdois lebt noch. Auch wenn er bettlägerig ist. Ist er überhaupt mal gekrönt worden? Ja, vom Papst Honorius II. Gekrönt worden. Außerdem hat er Leute aufgefehlt. Netter Kerl. Okay, das reicht für diesmal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.